Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Ja, die drei neuen Spieler, Insigne, Robben und Kruse, haben bisher noch keinen einzigen Scorerpunkt erzeugt. In Robben und Kruse, glaube ich, drei Spiele und Insigne zwei auf der Anzeige, aber eins wurde ja relativ zeitig nach dem 2-0 abgebrochen, deswegen werde ich das mal nicht werten. Und wieder dieser krasse Schmeichel im Tor und wieder dieser Costa, das war so klar. Sehr, sehr krasses Team. Ich hoffe mal, dass ich jetzt trotzdem gewinnen werde, nachdem wir das Elfmeterschießen gewonnen haben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Erstes Elfmeterschießen der Weekend League und gewonnen. Und ich denke auch verdient gewonnen. Gut gespielt eigentlich. Schöner Pass. Das war nicht so schön. Oh, da hat diese drei Freundschaftsspiele gemacht und damit die Wochenaufgabe abgeschlossen. Da hat er nämlich dieses Regenbogen-T-Shirt bekommen, was an das Schwulen-Logo erinnert. Scheiße, verkackt. Hätte durchziehen können, aber habe ich es erst zu spät gemacht. Scheiße. Mertens, gehen wir einen Schritt entgegen, das sind wir wahrscheinlich dann durch. Das war schlecht von ihm. Gut für uns. Ah, Stellungsfehler, geht ein bisschen aggro drauf auf den Ball führenden, aber leider hat er noch ein Backup gehabt. Waren wir eigentlich dran, weiß ich nicht, wie der Ball durchgeht. Krasser Kopfball, aber zu unplatziert. Falls wir ein Tor fressen, ist es unsere Schuld. Der Fehlpass darf nicht entstehen. Eigentlich gut gemacht mit Insignia, dann irgendwie auch der Ball wieder weg. Och, fuck, aber ich muss zugeben, ich habe scheiße gezielt, das war meine Schuld. Das ist kein gutes Zeichen, wenn mir sowas passiert. Läuft nicht gut. Ich merke gerade, dass mein Kopf wieder zu langsam ist. Fuck. Ich bin immer noch im Freitag drin. Werden wahrscheinlich auch die letzten beiden Spiele werden. In der Aufnahme. Dachte mir, dass er reinflankt. Oh, eigentlich schon wieder gut gemacht mit Brozovic. Geil, wie er die Ecke geschenkt bekommt. Der Abschluss an sich war schon lächerlich. Wieder hat es gar nichts gebracht, was er gemacht hat. Das gefällt mir. Fuck. Oh, danke. Fuck, fast ein Lackertor. Schwacher Pass. Es geht mir irgendwie auf den Sack, seine Trikots plus die Sonne schon wieder. Die ist wieder so grell. Ich weiß nicht, warum die manchmal so grell ist. Das ist, glaube ich, immer dann, wenn es auch Schatten im Stadion gibt. Irgendwie, um halt zu zeigen, oh, es gibt auch Sonne. Das nervt. Das tut in den Augen weh. Das ist mir zumindest. Läuft überhaupt nicht geil, ist ganz im Gegenteil, läuft richtig scheiße gerade. Richtig, richtig scheiße. Er will reinflanken. War klar. Ich versuche es mal ein bisschen ruhiger aufzubauen, mal gucken. Fuck! Aber es war aber nicht schlecht gespielt, auch wenn man dann
nicht dahin gekommen sind, wo ich hin wollte. Ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass er reingeht. Krasses Tor von Brozovic mal wieder. Was für ein Biest! Ich habe auch letztens wieder ein Ligaspiel gemacht ohne Aufnahme. Da hat er, glaube ich, 4 Tore gemacht. Richtig, richtig krasse Tore. Krass, nice. Nicht ganz verdient, würde ich sagen. Weil es war echt merkwürdiger Distanzschuss aus einer blöden Position eigentlich. Und der Gegner hat das Spiel dominiert. Und daher nicht wirklich eine verdiente Führung, aber damit kann ich leben. Hab auf Passen gedrückt, er passt nicht. Oh. Gut, hat aber jetzt einen schönen Stellungsfehler gehabt. Oh, leider nicht drauf reingefallen. Elfmeter, nice, nice. War zwar nicht geplant. Aber ich wollte auf jeden Fall mich zum Rücken zum Gegner drehen und ihn ablocken, den Ball. Also es war nicht geplant, einen Elfmeter zu ziehen, aber es war geplant halt, mir nicht den Ball abnehmen zu lassen. Und das war natürlich dann jetzt geil. So, das wäre jetzt ein wichtiges 2-0. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Hat Mertens den besten Elfmeter? Ja, wahrscheinlich, habe ich mich letztes Mal schon gefragt. Wahrscheinlich wegen Boost. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass er dann drüber springt. Sehr gut. Wo ist denn jetzt eigentlich Füße putzen, verdammt nochmal? Ich will ja nicht mal wieder meinen Fuß putzen lassen. Dass sie das immer ändern müssen, wo das liegt. Muss ich mal nachschauen. Aber wir auch drüber springen, ne? Richtig geil. So, ich gehe mal auf sehr defensiv, weil der Gegner doch sehr eklig bisher war. Das haben wir gut gemacht. Er scheint auf jeden Fall gerne Schusstäuschungen zu machen, wie es aussieht. Also seit dem letzten Update ist es auf jeden Fall so, dass der Torhüter viel schneller und häufiger selber den Ball rausflankt, wie ihr es gerade eben gesehen habt, also rausschlägt, quasi als Absicherung, wenn man einen Rückpass macht, weil das war jetzt, das ist mir jetzt in den letzten Spielen in dieser Weekend League, oh, da haben wir Glück, schon super oft aufgefallen. Also ich denke, ein Unentschieden wäre ehrlich gesagt gerade durch den Alu-Treffer jetzt verdient auf jeden Fall. Also das, die 2 Tore Vorsprung sind unverdient. Das müsste hier eher 2-2 stehen. Ja, aber das macht er so oft auf jeden Fall. Das ist kein einziges Mal in der Weekend League jetzt, wo der Torhüter direkt den Ball rausschlägt, war das von mir eingegeben. Das hat er immer von selbst gemacht. Konzentrieren wir uns auch mal kurz wieder, weil ich gerade wieder nur am Scheißelaber bin. Ich sag ja, er mag gerne Schusstäuschungen. Aber die kommen halt nicht immer geil. Vor allem, wenn man sie ständig macht, dann stellt sich der Gegner drauf ein. Ich glaube, in FIFA 13 oder so war Schusstäuschungen einfach mal das Nonplusultra, weil das Ding war, da hat man so gut wie keine Geschwindigkeit oder Zeit verloren. Jetzt ist es ja meistens so, dass bei der Schusstäuschung, dass man halt, dass er kurz stehen bleibt. Es kommt auch darauf an, wie gut der Spieler, mit dem man das macht, dribbelt und so, aber das ist dann so, dass er meistens kurz stehen bleibt und erstmal die Ballkontrolle kurz verliert. Und das war eigentlich in FIFA 13, glaube ich. Könnte auch sein, dass in FIFA 14 auch noch so war. Und es könnte auch sein, dass in FIFA 12 noch so war, aber ich glaube, in FIFA 13 war es auf jeden Fall so. Da war einfach, das ist Nonplusultra, da waren einfach Schusstäuschungen so schwer zu verteidigen, weil man halt nicht die Ballkontrolle kurz verloren hat oder so. Und es auch nicht davon abhängt, glaube ich, was für ein Spieler man hat. Sondern die Schusstäuschungen kamen eigentlich immer gleich und geil. Ich bin so bescheuert, warum schieße ich denn da? Also jetzt habe ich gerade einen kompletten, weiß ich nicht, Aussetzer gehabt. Dann muss ich natürlich nochmal passen auf Mertens. Es war ja erstens ein total schlechter Schuss und zweitens in der Situation war halt einfach dumm zu schießen. Wieder eine Schusstäuschung. Diesmal war es aber komplett sinnlos. Also wofür hat er denn da jetzt die Schusstäuschung gebraucht?
Kanté, da ist doch auf Kanté auch schweineteuer. Das ist, glaube ich, ein 87er in dem Spiel. Also in der Saison. Schon wieder Elfmeter, oh Gott. Ich habe nach rechts geschossen gerade. Oh fuck, zwei Elfmeter. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Hier sieht nochmal nach rechts. Ist er halt auch nach rechts gesprungen, ne? Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ah, ich bleib mal mit dir stehen. Da hat er wohl gedacht, ich schießen in die Mitte. Ich habe auch darüber nachgedacht, aber ich schieße eigentlich nicht gerne in die Mitte. Außerdem schieße ich ja manchmal aus Versehen in die Mitte. Das reicht mir eigentlich aus. Mit den in die Mitte schießen. Sehr platziert. Ich denke, den hätte er auch wieder nicht gehabt. Und jetzt ein unverdientes 3-0. Also ich denke, 3-2 wäre verdient. Wobei, seitdem ich 2-0 führe, hat er eigentlich auch nichts mehr gezeigt. Aber am Anfang hat er halt gute Chancen gehabt. Aber es ist auf jeden Fall jetzt verdient, dass ich führe. Das kann ich schon mal sagen. Mittlerweile. Was ja schon mal viel wert ist. Und ich denke, 3-0, zweite Halbzeit jetzt schon. Das sollte auch nicht mehr kippen. Kann noch, es ist FIFA 18, aber es sollte nicht. Das ist auf Garantie auch ein bisschen angepisst, kann ich auch nachvollziehen. Und er bricht ab, vielen Dank, das ist heute war spitze heute. Nice. Wenn jetzt noch jemand abbricht, schaffen wir vielleicht sogar ein viertes Spiel. Statt nur noch zwei. Also jetzt schaffen wir hoffentlich drei. Aber wenn jetzt noch jemand abbricht, wobei, wie spät ist es denn? Okay, es ist bei mir jetzt gleich um zwei. Tore, zweimal Mertens, einmal Brozovic. Vorlagen. Nur einmal Torreira. Okay. Insigne wieder nichts gezeigt. Warte mal. Aber El Shaarawy hat auch lange gebraucht, bis der bei mir funktioniert hat. Von daher. Und eigentlich ist Insigne ein komplettes Upgrade von El Shaarawy. Ja, wir gehen wieder auf Bundesliga. Jetzt müssen wir eigentlich bei Insigne auch schon wieder zwei. Na, wobei das Spiel ging ja fast zu Ende. Also ein Spiel abziehen reicht eigentlich. So, Robben Kruse. Vor allem Kruse. Das kann doch nicht so schwer sein, als Tello Ender mal was zu basteln. Eine Vorlage oder hat er auch schon Abschlusschancen gehabt? Mann, 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 Mann. Oh, oh. Gutes Team und wieder Calcio A, wenn wir Bundesliga spielen. Inform Immobile, Quadrado als rechter Stürmer ist auch nicht so. Ha? Und der 91er ZM, keine Ahnung wer das ist. Den 90er linker Stürmer, den hat man schon. Was ist denn los? Diese Ikonen, oder ich nenne es eigentlich lieber Legenden, das klingt besser, finde ich, sind doch so verdammt teuer. Die haben echt so viele. Oh, lass es keine Ecke sein. Ich glaube, er war zuletzt dran, oder? Ja. Och, das war ja scheiße. Das war richtig scheiße. Das war geil. Schöne Grätsche von Tolisso. Ich finde es auch immer mal wichtig, eine Grätsche auszupacken eigentlich, weil das, wie gesagt, den Rhythmus des Spielers meistens kaputt machen kann. Egal, ob wir jetzt ihn foulen oder den Ball bekommen, das ist natürlich am wichtigsten oder am besten, wenn wir den Ball bekommen. Aber selbst ein Foul macht einfach dann die eigene Spielweise auch unberechenbarer, weil er immer damit rechnen muss, oh, das ist ein Spieler, der grätscht, weil es gibt ja wirklich viele Spieler, die grätschen gar nicht. Schade. War meiner Meinung nach Ball gespielt, auch wenn ein bisschen Mann mit dabei war, aber zuerst Ball. Egal. Wahrscheinlich ein Schiri, der viel pfeift, denn, denke ich mal. Wobei das selten der Fall ist. In FIFA 18. Da haben wir Glück, dass es hier noch nicht. Eins null steht. Und hier haben wir vielleicht nicht nochmal Glück.
Na endlich, Kruse mit seinem ersten Treffer. Es wurde aber auch Zeit. Meine Fresse. Na endlich, mit seinem starken Linken. Und Ribéry bedankt sich direkt und sagt, Kruse, es wurde Zeit, dass der Knoten platzt. Und jetzt dreht er durch. Come on! Auch nicht der einfachste Winkel gegen einen guten Torhüter. Sehr schön. Gut platziert. Ach ja, hatte Kruse nicht auch schon einen Elfmeter verschossen, fällt mir gerade ein. Oh, das war ein guter Haken vom Gegner mit Quadrado. Goretzka, Monster. Oh, jetzt ist er ja ein bisschen angriffslustiger, wie mir scheint. Macht leider keinen Stellungsfehler. Och, und ich dachte, Robben kommt zu seinem ersten Schuss. Fuck, Mann. Das war jetzt schon die zweite Situation, dass er eine richtig geile Schussposition war mit Robben und seinem linken Steigen. Oder seinem steigen linken, wie auch immer. Und es halt nicht geschafft haben, weil der Gegner es doch noch schafft, irgendwie den Ball rauszuspielen. Das war dumm von mir, war zu riskant. Ran. Oh, Robben macht's sehr gut. Macht echt keine Stellungsfehler, ne? Also wir kommen ja nicht irgendwie mal einfach in den Lauf. Jetzt. Sehr schön. Da ist halt immer riskant mit Schmelzer so einen Pass zu spielen. Noch wenige Aufbaufehler, also bekommen wir eigentlich den Ball noch sehr selten im Mittelfeld. Ich wusste, dass er jetzt abschließt, aber da war es auch sehr gedeckt. Oh, interessante Idee, aber schwieriger Pass. Endlich mal ein Fehler von ihm im Mittelfeld. Haben wir Glück. Och, schöner Schuss von Kruse. Schade. Aber der macht schon mal sein geiles Distanztor, da bin ich mir sicher. 2-0 wäre echt sehr entspannt, ne? Sucht auf jeden Fall die Distanzschüsse und ich glaube, er schlänzt auch gern. Ich einfach nie aufs Schlänzen drücke, also ist das auch nicht. Braucht man einfach nicht in FIFA 18. Das sollte eigentlich auf Robben gehen. Das ist halt auf Robben. Keine Ballkontrolle. Okay, 1-0 reicht nicht, wir brauchen mehr. Komm schon.
Oh, ich dachte, Robben geht in den Lauf. Fuck. Ja, Vorteil ist schon weg, sehr gut. Knapp. Wenn der ankommt, wird es eklig vom Gegner. Ach so, klar. Aber es ist ein gutes Zeichen. Das heißt, er kommt nicht gut durch, wenn er immer die Distanzschüsse sucht. Aber es ist halt ein 1-0, so ein Distanzschuss. Gerade wenn er eine gute Position findet, da hat diesen. Hat er Costa gehabt? Ne, ich glaube nicht, ne? Man hat halt wieder mal Ikonen drin und er hat einfach die Leute, die auch solche Schüsse da mal reinbekommen. Haben noch ziemlich gute Ausdauer. Wir müssen dann auch irgendwann mal wechseln. Die Grätschen kommen bisher auch nicht wirklich gut hier in dem Spiel. Endlich haben wir mal ein bisschen Platz. Auch nicht lange. Oh nein! Nein, nein, nein! Oh, danke schön wieder. Wieder mal ein Distanzschuss. Es sind halt zum Glück nur Distanzschüsse, aber es sind halt einfach schon so viele, dass man fast schon sagen muss, Ausgleich wäre eigentlich fast schon verdient, ne? Wie, das ist kein Foul. Ach, mein Gott. Pause scheint auch keine zu geben. Ball fliegt nicht raus. Oh, das hat er ganz gut antizipiert. Und was ist denn das? Süle halt noch den Ball. Sehr gut. Oh, ich bin echt blöd. Ich dachte, ach danke, der Gegner aber auch. Sind beide blöd. Okay, ich bin echt dümmer als der Gegner. Aber ich habe gute Spieler. Komm, 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 komm. Sehr gut. Oder ich bin halt einfach blöd. So, jetzt Ruhe. Einfach mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Okay? Danke. Versuchen hier mal ein ganz seltenes 1-0 hinzubekommen. Ah, ist vom eigenen Mann noch, oder? Ja, komm, komm, Sicherheit, Sicherheit, wir wechseln jetzt. Robben auch wieder gar nichts gezeigt. Fühlt sich ganz gut an, aber naja. Ich weiß nicht, ob er sich besser anfühlt als Pulisic. Ich würde sogar fast sagen, nein. Ach doch, die Ecke, sehr schön. Oh, daneben geköpft. Kacke, das wäre der Deckel gewesen. Ist 2-0.
Oh, geil gemacht. Mit Schmelzer. Alter, wie dicht ist denn der am Ball? Sollen wir mal nicht auf den Sack gehen? Ach, nee, nee, oder? Wäre sowas von meine Schuld gewesen. Und mittlerweile ist es absolut unverdient, dass ich führe, weil ich auch komplett scheiße spiele. Kann man nicht anders sagen. Jetzt gehe ich natürlich sowas von auf Zeit. Also wenn in irgendeinem Spiel mal auf Zeit gehen muss, dann ist es hier. Wie ich auf Zeit gehe, hat sich richtig, richtig gut funktioniert auf jeden Fall. Oh, danke, Goretzka. Oh, ist noch nicht vorbei. Jetzt ist es vorbei. Nice. Unverdient, unverdient, unverdient. Aber glücklich. So, und da wir ja einen Abbruch hatten, schaffen wir auch noch ein Spiel. Sehr gut. Vorlagen. Und Kruse mit dem wichtigen 1-0. Er macht das wichtige 1-0. Sehr schön, dass wenigstens einer mal von meinen neuen was zeigt. Okay, nach 18. Geil, da kommen wir echt auf 17 jetzt. Das ist doch schön. Wird immer besser. Aber selbst wenn jetzt das Spiel abgebrochen wird, kann ich eigentlich noch eins machen. Es sei denn, es wird jetzt sofort abgebrochen. Aber sobald es, weiß ich nicht, ein paar Minuten läuft, geht's nicht mehr. Wie spät ist es? Ja, das ist mir das Letzte. Schauen wir mal. Ob jetzt vielleicht mal Insigne Bock hat. Okay, er hat einen. Mir fällt der Name leider nicht ein von der Ikone. Auch ein gutes Team insgesamt. Griezmann im Sturm. Mit Dembele rechts und Martial links. Wahrscheinlich wechselt er auch auf dem 4-1-2-1-2. Nein! Jetzt konzentrieren, das will ich auch noch gewinnen. Jetzt geht er an die Pause. Hä? Warum nicht direkt? Hatte doch den Anstoß. Ich hatte das vergessen und das war scheiße, dass Koulibaly den so macht. Was soll ich machen, wenn er da so zum Abschluss kommt? Da können halt zwei Leute dastehen, das bringt halt einfach nichts. Fick dich. Fuck! Jetzt stellt er wahrscheinlich um auf 4-1-2-1-2. Es war auch ein krasses Team, aber ist egal, wir können es noch drehen. Ach, Mann, 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 Mann. Aber ja, wenn man so zum Abschluss kommt, dann chancenlos. Bitte jetzt nicht Verlängerung in Elfmeterschießen in dem Spiel. Abseits. Was? Andersson ist dran gekommen, war abseits. Oh, diese Pace-Dribbling-Scheiße schon wieder funktioniert natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Fuck.
Ja, danke, dass du dich nicht vorher drehst, bevor du den Pass spielst. Schade, war wenigstens mal ein guter Angriff. Alles klar, das war abseits, ja. Wieder ein guter Angriff. Den hatte doch Khedira eigentlich. Scheiße, jetzt verteidigen wir auch viel besser. Warum haben wir das denn nicht gleich geschafft? Was? Was war das? Okay. Das war jetzt ein indirekter, geiler, krasser Pass auf jeden Fall. Elfmeter? Es war doch innerhalb, oder? Wie, es war außerhalb? What? Oh, wie kann er denn den halten? Freunde! Philippe Andersson, bester Mann! Oh, jetzt spielen wir wenigstens gut. Schade halt, dass wir es erst nach dem 2-0 hinbekommen. Muss ich vielleicht direkt schießen? Aber ich bin zufrieden mit meinem Spiel mittlerweile, das ist schon mal ganz gut. Glück. Aber ein bisschen Glück. Dachte auch erst, er geht wieder erstmal noch einen Schritt zum Tor, bevor er schießt, aber okay. Schade. Ah, die zweite Grätsche kommt, aber da steht natürlich so ein Idiot im Weg und den grätsche ich zuerst um oder was? Das war eindeutig Ball gespielt. Oh mein Gott. Aber weil halt der andere Spieler noch da stand, den ich nicht umgrätschen wollte, aber wenigstens keine Karte, das kann doch mal locker rot geben. Ich meine, da hätte ich keinen Ball.
Oh nein, richtig geil gespielt. Was soll ich machen? Ich meine, es ist trotzdem wieder glücklich, dass der Pass da durchkommt auf Pogba, aber das Auge für Pogba zu haben, ist es einfach geil. Kann man nichts anderes gegen sagen, leider. Ich glaube, ich wechsle jetzt trotzdem mal aufs 4-1-2, 1-2 in der Halbzeit, einfach weil es offensiver ist, um hier meine Restchance zu wahren. Aber mal gucken, ob wir es hinbekommen. Wäre ich glaube ich auch direkt Alessandrini einwechseln, weil er einfach ein besserer Stürmer ist. Wobei Insigne gibt bestimmt auch einen geilen Stürmer ab, zusammen mit Mertens. Aber vielleicht probieren wir es so mal. Insigne ist Rechtsfuß. Nein, Khedira muss noch wechseln. Also wenn er jetzt wieder ein Tor schießt, dann ist es wieder mega lucky, weil wir 300 Mal den Ball haben. Passt heute nicht dahin, kam auch zu spät. Ey, jetzt ist es hier aber auch eng. Ich habe fast das Gefühl, dass die Formation schlechter funktioniert. Ich glaube, ich wechsle wieder. Ist in der Höhe nicht verdient, die Führung, aber dass er führt, ist natürlich verdient. Will ich schon wechseln? Ja, komm. Bevor wir dann nochmal Pause drücken müssen. Klappt aber auch nichts. Vor allem kommen wir halt echt immer diesen einen Schritt zu spät. Nächste Scheißecke für den Gegner. Macht immer das Gleiche. Ist komplett schlecht. Ist gut, ja. Und das mit Brozovic, der eigentlich überhaupt nicht schnell ist. Überhaupt nicht der Plan. Mach's gut. Zu spät gepasst.
dann hat er natürlich auch noch das Glück. Ey, Freunde, macht ihr denn, ihr Idioten? Meine Fresse! Ich will aber auch nicht abbrechen wegen Chemie, deswegen. Ich glaube, ich mache jetzt einfach ein paar Frustgrätschen und fertig. Och man, 4-0 hole ich nicht mehr auf, auch nicht in der Zeit vor allem. Auch nicht gegen den Gegner, also es ist unverdient in der Höhe, es ist verdient, dass er führt, aber in der Höhe ist es verdient, unverdient. Hat auch ein bisschen Glück, ich habe ein bisschen Pech, aber insgesamt würde ich schon sagen, hat er besser gespielt. Ganz gute Idee, die Flanke kam auch gut, aber alles an Trini, sind alle nicht kopfballstark. Das gibt's nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass bei den Spielern haben alle einfach körperlich die besseren Attribute. Griezmann umgeholzt, sorry. War der Ball aber nicht weit weg. Das war eine dumme Pass von mir. Was soll ich machen, Mann? Dann wäre es durch gewesen. Dass er hier durchlaufen kann oder was. Und macht es natürlich trotzdem, was sonst. Oh, Abseits, nice. Immerhin. Elfmeter, mal gucken. Aber in so einer Situation halten sie dann meistens auch noch den Elfmeter, passt auf. Gucken, ob ich den Ehrentreffer hinbekomme. Ne, oder schießen halt ans Alu, zu genau wieder. Mhm, das war auch interessant. Das habe ich halt gemeint mit dem Glück, dass er dann in solchen Situationen, in solchen Knappen halt einfach die Bälle bekommt. Och, ey, dann hauen die so eine Scheiße raus teilweise. Egal, ist vorbei. Ich denke, ich kann mit dem Start trotzdem zufrieden sein, dafür, dass es ja halt so eine Situation ist wie jetzt. Dass ich da recht... Oh! Müde gespielt habe. Alu-Treffer beim Elfmeter. Zum Glück war das schon entschieden, das Spiel. Ich hoffe, dass ich am Sonntag besser spiele. Wie viele Siege haben wir jetzt? 5 Siege immerhin nach 8 Spielen. Nicht wirklich geil, aber ist okay. Könnte schlimmer sein. Brauchen noch 6 Siege aus 17 Spielen, um das Minimalste zu erreichen.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das ist dann der Sonntag. Also für mich. Tschüss, tschüss.